Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crysis 3. Ja, ich weiß nicht, ob wir Prophet jetzt Psycho komplett oder ob er einfach nur gerade ein bisschen Auszeit braucht. Die Seth brauchen auf jeden Fall keine Auszeit und wir sind jetzt mal auf dem Weg und wollen oder sollten uns dann mit den Seth verlinken und gucken, ob wir sie alle ausschalten können. Bevor halt hier New York gesprengt wird. Aber noch ein paar Upgrades, sehr schön. Noch ein paar Informationen. Da unten gibt es wieder was zum Hacken. Was auch immer das ist. Hui! Okay, du bist wohl ein bisschen versteckter. So, hier gibt's noch ein bisschen was zum Mitnehmen. Here at Cell HQ, we trust our employees. We want you to think of yourselves as valuable members of the Cell family. And that's why we'd like you to know a few of the less commonly advertised features of the Archangel satellite. In addition to flawless energy management and regulation in the provision of billions of people's energy needs, further functionality of the asset includes the Red Star Rising Protocol, whereby focused release of the global power store can obliterate problematic terrestrial localities for threat management, contested issue resolution, and future well-being purposes. For more information, please contact your supervisor. Cell, whatever it is, it's covered. Boah, das klingt doch gut. Das sind, glaube ich, sehr gute Arbeitsbedingungen da. Warte mal, ich könnte vielleicht da hochspringen. Und da könnte dann eventuell ein Loch im Boden sein. Nee, du sollst da runter. Das war schon super beabsichtigt. Habe ich da eigentlich wieder irgendwas? Wir haben mittlerweile 6. Aber wir haben das schon auf Maximum, wie es aussieht. Ah, das sind... Okay, und da müssen wir noch Stealth Kills machen. Um das halt dann auch zu maximieren. Cool, eigentlich. Regenerieren. Muss ich die aktiv haben? Um das freischalten zu können? Ich guck mal gerade, ob das was bringt. Ehrlich gesagt, hier das Super Stealth. Ach so, Faster Cloaking. Ist doch schon ein bisschen besser. Aber ich habe das mal freigeschaltet. Das würde ich mal gerne noch freischalten. Ja, holen wir das mal noch. So, dann hätte ich aber lieber meine Sachen hier wieder zurück. Ich gucke, ob sich das jetzt hier mit freischaltet im Laufe der Zeit, auch wenn es halt nicht aktiv geschaltet wurde. Nun gut. Scan, 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 da geht's hin. Bisher noch niemand im Bereich, der mir gefährlich werden könnte.
Hüpf. Ah, da haben wir wieder Zeug. Da haben wir Waffen. Pfeilnachschub, um genau zu sein. Und Gegner. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, 3, 4. Ich glaube, die sollte ich sogar einigermaßen ausschalten können. Brauche ich überhaupt Pfeile im Moment? Ja, bräuchte ich sogar tatsächlich. Das habt ihr jetzt alle mitgekriegt. Ah ja, gut, klar, die sind, ja. Die sind ja Kollektivbewusstsein. Da macht das tatsächlich Sinn, dass sie das mitkriegen, auch wenn sie es halt nicht aktiv sehen, dass einer von ihnen gestorben ist. Scheinbar ist er aber so geschockt, dass er einfach gefreezed ist. So, dann gehe ich nochmal kurz in Deckung, bevor ich hier entdeckt werde. Na, das wollen wir doch mal sehen. Das kriegen wir schon hin. Hui. So, das habt ihr jetzt davon. War jetzt zwar nicht unbedingt ein Stealth-Kill, aber... Ach, er hat sich, sehe ich jetzt gerade, er hat sich die Hundemarken, also die Dog-Tags hier um den Bogen gebunden. Cool. Finde ich echt schön, eine coole Idee, das halt so nochmal anzuzeigen. Das, ja, dass sie halt an dieses Detail gedacht haben. Ach fuck, da oben komme ich da nochmal hin. Was, ich hoffe es doch mal. Schon wieder was übersehen. Ja, das sollte aber nochmal klappen. Das aussieht, komme ich hier nochmal zumindest ein Stückchen zurück. Hallöchen, hallo Billardtisch. Komme ich da eigentlich nochmal hin? Ich glaube, das kann ich mir jetzt schenken. Obwohl, ich komme hier nochmal hoch. Du sollst da... Diesmal darfst du oben bleiben. Mein Lieber. Ach, Kinders. Da wären wir bei Far Cry 3 eigentlich ganz praktisch gewesen, wenn wir da so eine... Okay, schade. Runtertreten ist nicht. Wenn wir da halt auch so eine Möglichkeit gehabt hätten, so ein... Quasi so ein Punkt zu haben, wo wir die dann sich an... eignen kann. Stimmt, ich hätte hier ganz gut mit dem Dings arbeiten können, mit dem Elektrofeil. Naja. Ja, und ich glaube, ich sollte mal wieder mehr Stealth-Kills machen. So langsam. Dass wir das auch noch maximieren können. So, Hallöchen. They aren't attacking you. My
They think you're Seth. No, not just Seth. They think I'm the Alpha Seth. I am the Alpha Seth. Prophet! Prophet! It's too dangerous! You're losing yourself to the Seth! Prophet! Lawrence! No! No, I'm okay. I'm all right, I'm all right. I feel the hive mind. It's so powerful. That's it. Their thoughts and the power, it's all the same thing. If I can only... Shit. What's that? The real Alpha Seth. Get out of there, Prophet! Okay. My suit powers are training. Okay, dann müssen wir euch doch ein bisschen zerlegen. Bin ich jetzt unverwundbar oder was? Cool. Weapons are more powerful. It's over. Aua. Wahrscheinlich, wenn ich da in der Nähe von dem Ding bin, kann das sein. Was ballerst du da eigentlich rüber? Sag mal. Warte mal. Mir kommt da eine Idee. Elektro? Zerbritzel. Das hat sich gelohnt. Ja, damit. Den Mörser hätte ich wahrscheinlich auch noch holen können. Okay, kann ich mich wieder hier rüber begeben? Zwei Kilometer. Coole Sache. Ich hätte es ja schöner gefunden, wenn wir jetzt nicht mehr gegen die Seth kämpfen. Wie gesagt, ich kämpfe halt echt ungern gegen die. Die halten doch ein bisschen viel aus und sind relativ schwer zu treffen im Gegensatz zu den normalen menschlichen Gegnern. Aber da habe ich ja schon mal gesagt, generell. The Seth Hive Mind is pure energy. If I let them in a little more, I can take that power for myself. Prophet, come back to me and listen. I've got more details on Archangel. It's already in transfer orbit. It could be on us within the hour. We also know cells evacuated everywhere but a single facility about 5 clicks from here. It must be a command point for the satellite. Get me inside and we can shut Archangel down together. Are you with me on this, soldier? Yes, ma'am. Alles klar. Liberty. Warte mal, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gehabt, oder? Ich weiß es nicht. Okay, das wäre so die HQ, also die HQ-Facility. Alles klar. Ah, wir haben auch wieder menschliche Gegner. Das ist doch nett, oder? Jetzt haben wir beides. Jetzt haben wir Seth und menschliche Gegner. Dann könnte ich hier ein bisschen vergnügen, glaube ich mal. Das passt schon. Oder sind die auf meiner Seite? Jetzt. Wäre ja cool.
So, ich glaube, dann lasse ich das mal gerade mit dem Stealth hier und baller mich mal durch. Auf Wiedersehen. Obwohl, so viel hat das nicht mehr. Das Wäffchen. Die sind echt auf meiner Seite. Cool. Das finde ich halt echt praktisch. Freut mich. Los, lass meine Freunde in Ruhe. Du hast doch gar nicht mitgekriegt, dass ich mich getarnt habe. Achso, ich soll vielleicht ein bisschen mehr Stealth-Kills machen jetzt. Okay, ihr seid doch nicht auf meiner Seite. Warum nicht? Wieso kann ich euch dann nicht markieren? Also dauerhaft markieren, meine ich. Wie, schon wieder out of ammo? Stimmt, ich hatte, oder? Ich dachte, ich hätte das nachgeladen das letzte Mal. Ah, das waren jetzt hier die Elektro-Dinger. Alles klar. So, da hätten wir noch ein bisschen Intel-Daten. Okay, was ist das? Der Selbe. Ach du Scheiße. From tonight and every night, we're replacing our existing program for preschoolers with a new TV show directly from our sponsors. Who always keeps the power on? Who stops the aliens when they come? Who tells on stealers? Everyone. Trust Cell Bear. Der lila Launebär ist zurück. Ich frage mich, ob das als Stealth-Kill überhaupt gezählt hat. Warte mal. Ich glaube nicht wirklich. Schade. Okay, ich glaube, das müssen wir dann auch aktiv auswählen, wie es aussieht. Hm, schade. Naja, dann gucken wir mal. Mal wieder an die... Ja, an die Ratsmitglieder. Hm. Ah, okay. Das ist doch mal interessant. Also so können wir es vielleicht ausschalten. Scheinbar haben sie aber nicht drauf gehört. Ich kann die nicht mehr markieren, warum auch immer. Also dauerhaft. Naja, dann halt nicht. Scheint aber ein relativ großes Gebiet jetzt hier zu sein. Ja. War das hinkriegen? Ah. Entschuldigung, ich war nicht getarnt und ich habe nicht gescannt. So, holen wir uns das Ding mal noch gerade. Viel Spaß, Turret. Aber wo ist denn der jetzt hin? Da wird noch heftig geballert.
Na gut, dann schnappe ich mir noch gerade das Upgrade. Wahrscheinlich hat er den gerade schon erledigt. So. Nochmal schnell ausschalten. Dann haben wir zumindest ein wenig Ruhe. Ja, und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wo es hier weitergeht. Wir müssen darüber. Vielleicht sollte ich dann... Ich weiß nicht. Ich denke, ich muss durch dieses Haus durch. So wie das aussieht. Naja, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.